Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Projekt Amnesia, A Machine for Pigs, zu dem zweiten Teil von Amnesia. Und für den Part machen wir das ähnlich wie beim ersten. Und beim ersten Part haben wir ja schon 1,5 Stunden Uncut gemacht. Und das Ganze machen wir jetzt hier auch nochmal. Deswegen wollen wir auch gar nicht lange schnacken, sondern wollen direkt ins Spiel starten. Los geht's. Ja, Machine for Pigs. Zweiter Teil sagt mir leider gar nichts. Also ich weiß auch nicht, wie es da wirklich weitergeht und allem drum und dran. Im ersten Teil, falls ihr es nicht gesehen habt, checkt auf jeden Fall die Folgen aus. War ein bisschen komisch, das Ende. Aber okay. Aber vielleicht setzt ihr die Story hier beim zweiten Teil an. Mal gucken. Lassen wir uns mal überraschen. Bis dato sehe ich leider nichts. Also ich habe einen schwarzen Bildschirm und habe ein bisschen eine Melodie hier drauf. Er, der sich selbst zum Biest macht, entledigt sich des Schmerzes, menschlich zu sein. Dr. Samuel Johnson. Okay. Daddy. Weiß ich nicht. Daddy, please don't kill me. Wie töten? Vor allem der eigene Vater. Was? Fängt ja genauso an wie der erste. Also, nicht genauso, aber... Wo sind wir? Machen wir jetzt hier auch irgendwo wieder eine Burg auf? Okay, ich kann mich noch nicht bewegen. Sind wir jetzt eigentlich auch wieder Daniel? Ja, wir haben ja von anderen gesprochen. Daddy, Daddy? Wir auf? In einer Zelle? Hä? Okay. Jemand hat uns aufgemacht und ist wieder aus dem Raum raus. Und jetzt sind wir wieder umgekippt? Oder wie? Amnesia, Machine for Pigs. Okay, auf jeden Fall haben wir hier eine Weinflasche. Also ich sag jetzt mal, es ist Wein. Es war Rotwein. So wie es aussieht. Die Flecken. ja, sagen es. Wo sind wir? Okay. Klar. Also... So Rundbett wünscht man sich, ne? Also, mit so einer Zellentür drinne, kann man dann hier so... Klar, klar. Darf man... Hat jeder zu Hause. Gott, was ist das? Ist das hier wieder... Schubladen? Kann ich die Schubladen aufmachen? So weiter. Ja, dann hier Tür auf Tür zu, damit ich den Hinweisen nachkomme. So, okay, also wir sind hier in einem... Ich sag jetzt mal... sehr schönem Haus, Raum aufgewacht. Können hier wahrscheinlich wieder Kerzen und Co. aufmachen. Bewegen die Objekte leicht genug. Ah, okay. Was ist das denn? Was? Ist das eine Schweinsmaske? Okay, machen wir wieder zu. So, das hier kann ich bestimmt hier zum... Genau. Kann ich wegwerfen. Hier gibt es wieder Bücher. Bücher und Wallenpullen. In einem Schrank. Okay. Cool. So, hier haben wir noch einen Brief. 24. Juni 1899. In meinen Träumen sehe ich einen Mann, der in Jaguarfell und Federn gekleidet wie ein blutiger Heiliger aussieht. Was? Was von Herzen kam, schmierte uns ein, es zerm... Was? Was von Herzen kam, schmierte uns ein, es zermalmte das Böse unter seinem Tritt und befreite uns alle. Die über... übel riechende Hitze des Dschungels, wie sie sich irgendwo hinter meiner Stirn spiegelt. Meine Schläfen pochen, mir kocht das Blut im Schädel. Fühlt sich so an, als ob dort etwas Lebendiges wäre. Eine Ratte. Eine verdammte Ratte, die sich durch mein Gehirn ins Freie frisst.
Selbst das Laudanum kann ihren unersättlichen Hunger nicht unterdrücken. Ich höre meine Kinder auf dem Dachboden spielen. Aber das erfüllt mich mit Angst, nicht mit Liebe. Was sind das für verzweifelte Gedanken? Also es gibt anscheinend hier auch wieder das Laudanum, was uns beim ersten Teil ja immer wieder Leben regeneriert hat. Das scheint es hier auch zu geben. Okay. Und wir sind in einem... Oh nein. Wir sollen die Kinder suchen? Wir sind in einem sehr, ich sag jetzt mal, luxuriösen Haus hier. Ne? Überall sind hier irgendwie bei den Betten... I held your hand and watched the blood pool between your legs. You lived long enough to see Edwin, but not Enoch. I will take care of them, my love. I promise you this. Oh, I promise you this. Nee, das ist Amnesia 2, genau. Moin erstmal zusammen, genau. Fängt ja weich an, ja. Dein Lieblingswesen, Kinder. Genau so sieht's nämlich aus. Wenn ich Kinder suchen muss, die sich dann hier anscheinend in diesem Haus verstecken, super. Super nice. Nee, Amnesia 1 haben wir gerade durchgespielt. Ist ein paar Minuten leider zu spät dran. Aber alles gut. Ist jetzt Amnesia 2, genau. Und da gucken wir jetzt einfach mal rein. Die nächsten anderthalb Stunden und da schauen wir mal, was uns jetzt hier so bei Amnesia 2 so erwartet. Gucken wir mal. Aber wer macht sowas? Also, warum? Verstehe ich nicht. Also, warum macht man sich so ein Bett? Damit man nicht aus Bett fällt? Ich meine, so eine hohe Fallhöhe ist es ja nicht. Ja, also aus dem Hochbett, gut, da kann ich es verstehen. Also, jetzt nicht komplett umzäunt, aber so einen gewissen Schutz haben. Ja, ist okay. Aber so komplett eingekäfert? Also, nee, in so einem Käfig. Paranoide Menschen, ja. Papa, this way. Nö. Warum sollte ich jetzt... Ja, flackernde Lichter, wir gehen einfach... Nö, da geh ich dann erstmal hier ins Badezimmer. Badezimmer, immer supi. Können wir mal gucken, ob wir hier irgendwas... Was wir ja auch noch nicht gefunden haben, ist ja wie so eine Art Lampe. Oder Zunderbuchsen, damit wir hier die Kerzen wieder anmachen können. Vielleicht gibt's ja auch gar keine. Wer weiß. Aber ich glaube, wir müssen wirklich den Kindern hinterherrennen und das gefällt mir gar nicht. Genau, von da sind wir gekommen, da sind wir lang. Verdammt, wir müssen doch nach oben. Ich kann ja auch nicht hier. Kann ich hier runter? Nee, kann ich nicht. Verdammt. Ich kann nur nach oben. Aber, warum liegt hier ein Ball? Okay. Okay. Wir nehmen den Ball mal mit. Was? Was war das? Okay, die Atmosphäre ist auf jeden Fall packend. Und es ist sehr still. Tada, sie haben ein Schild gefunden. Ah, ich will da nicht hin. Oh nee. Oh nee. Oh, wir hatten ja in der Notiz von wegen, die Kinder spielen auf dem Dachboden. Oh nee. Nee, wir wollen doch nicht auf dem Dachboden, oder? Ja, wir müssen auf dem Dachboden. Nein. Okay, warte, wir gucken mal kurz ins Memento. Dachböden und Kinderkrippen. Als Säuglinge... Schliefen sie doch auf dem Dachboden. Was? Als Säuglinge schliefen sie doch auf dem Dachboden? Vielleicht haben sie sich jetzt dort versteckt. Ich erinnere mich, dass ich darauf bestand, auf mittlerem Wege zwischen meinem Schlafzimmer und meinem Büro. Warum? Auf dem Dachboden? Warum packe ich? Also, nee. Nee. Auf dem Dachboden, Säuglinge. Warum? Ja, und jetzt gehen wir nach oben. Klar. There's a bad man coming. Wie Batman? Wir sind doch kein böser Mann. Oder sind wir ein böser Mann? Was ist denn hier?
Okay, Gänsehaut pur. Ich gehe woanders lang. Ey. Ja, alte Dokumente, Golfschläger, Säuglinge. So was man auf dem Dachboden eben halt so hat, ne? Klar. Oh, nee. So ein Teddybären und... Nee. Okay, nächster Zettel. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Schriftart, die sie für dieses Spiel genutzt haben, ich habe arge Probleme, das zu lesen. Aber ich gebe mein Bestes. Edwins und Enochs Tagebuch. 11. Oktober 1899. Papa sagt, dass es dieses Jahr kein Weihnachten gibt, weil er zu viel zu tun hat. Das Kindermädchen sagt, dass wir ihn nicht stören dürfen, weil er immer so beschäftigt ist. Wenn sie uns aufweckt, ist er schon zur Arbeit gegangen und oftmals kommt er erst zurück, wenn wir schon auch schlafen. Im Garten haben wir einen Vogel mit einem gebrochenen Flügel gefunden. Wir haben ihn dem Kindermädchen gegeben, die ihn ein schmutziges Ding nannte und ihn mit dem Nudelholz erschlug. Später, als alle schliefen, schlichen wir uns nach unten, um den Leichnam zu begraben. Im Garten war ein Schwein. Was? Im Garten war ein Schwein. Wir konnten es schnüffeln hören. Dann kam Papa und sagte, dass wir sofort reinkommen müssten. Er war außer sich vor Wut, aber wir glauben, dass er wieder geweint hat. Was? Ein Vogel mit einem gebrochenen Flügel. Okay, kann man ja pflegen, ne? Kennt man ja so. Wenn man ne, Kinder hat und so, pflegt man den. Dass das Kindermädchen mit Nudelholz ist erschlägt. Und dann kommt zur Beerdigung, wenn man das dann vergraben möchte und so. Kann ich alles nachvollziehen. Ist im Garten ein Schwein. Klar. Sind wir auf dem Bauernhof? Also, würde ja dann Sinn machen. Ne? Mit so einem Schwein. Aber. Nee. Einfach nee. Und da hinten sind jetzt. Warte mal, hier. Die haben eine Laterne aufgehoben, mit deren Hilfe sie ihren Weg durch Dunkelheit finden. Aktivieren sie mit F im Lichtschrei, gewünschte Aufmerksamkeit zu ziehen. Finde ich okay. Muss ich denn aber das irgendwie wieder befüllen? Mit irgendwelchen Sachen? Also, ne? Beim letzten Mal war es ja Öl. Ist das eventuell hier, mit Batterien? Okay, hier hinten. Hinten gibt's nichts. Gut. Okay. Aber, oh nein. Nein, ich muss die Kiste wegschieben, damit ich da unten durchkomme. No. Kann ich hier rüber? Kann ich hier dran vorbei? Okay. Und was mich auch mega irritiert, ich meine, das Spiel heißt ja Amnesia Machine for Pigs, glaube ich. Und überall sind hier diese Schweinemasken, die wir so nebenbei finden. Finde ich jetzt nicht... We're hiding, Daddy. Ja, oh. Also ich gucke gerne zu, aber das werde ich privat niemals anfassen. Ja. Kann ich nachvollziehen. Alter, diese Maske. Kann ich wirklich nachvollziehen. Das ist creepy auf einem anderen Level. Okay. Oh, warum spiele ich denn sowas jetzt mit Kindern? Warum? Hätte das nicht einfach noch, wie beim ersten Teil, einfach irgendwie Daniel, Hannes, irgendwie so, aber oh, mit Kindern. Warum? Was sind die wo sind wir denn? Sind wir immer noch auf dem Dachboden? Hier geht's ja runter. Hier sieht's ja schon wieder fast normal aus. Aber wir sind noch auf dem Dachboden. Da hinten haben wir durchgeschaut. Oh nein. Leer, heul, so mal, so mal. Durchatmen. Kurz durchatmen. Boah, dieses Knarze. Lass sie Verstecken spielen und such sie einfach nicht. Ja, hatte ich vor. Also, würde ich machen. Aber leider führt mich der Weg immer in dieselbe Richtung, wie die Kinder anscheinend gerade sich da verstecken. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Okay. Hier ist ein anderer Raum. Der sieht entspannter aus. Bin ich ehrlich. Und überall, ey. Also.
Die haben auf jeden Fall Durst. Ne? Also die trinken gerne mal ein Schlückchen Wein. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr als nur ein Schlückchen. 24. Februar 1899. Ja, sagte er, ich kenne diese Ruinen. Er war ein schäbiger Kerl, ganz zerfressen von einer übelriechenden Krankheit. Ich ertappte ihn dabei, wie er mich komisch ansah, als ob er wissen wollte, wie ich von ihnen erfahren hatte. Ich hielt mein Verlangen zurück, ihm für seine Respektlosigkeit eins auf die Ohren zu geben und sagte ihm, in der Bibliothek meiner Familie gäbe es faszinierende Reisebücher. Natürlich war das diesem ungebildeten Einfallspinsel zu hoch. Ich stimmte trotzdem zu, uns zu führen. Ich habe den Kindern erzählt, dass dies wahrlich ein außerordentliches Abenteuer werden würde. Wenn diese alten Steine so viel Geld einbringen, wie ich voraussehe, wird es lediglich das erste von vielen sein. Okay, also er hat nur wie so eine Art Expedition gemacht, um Steine zu finden. Oder? Also, so Smaragde? Ja, ich hab mir, ja. Ja? Ich kann nur ja sagen, es geht mir gerade nicht anders mit. Ich hab mich gerade wirklich, also auch mit der Tür. Puh. Das war jetzt nicht so schön. Okay, hier geht's auf jeden Fall runter. Kommen wir vom Dachboden runter und die Musik wird ein bisschen unheimlich. Die Türen kann ich, warum auch immer, also ich weiß nicht, ob die blockiert sind durch diese Schlösser, aber ich kann sie zumindest auch nicht anwählen. Was ist mit den? Wirklich? Muss das? Muss das so? Okay. Also ich würde jetzt mal zum Beispiel behaupten, in der ersten Folge oder in der ersten Amnesia-Geschichte waren wir auf einer Burg. So, ne? Burg. War ja noch die, ne? Wissen wir ja, Burg und, was war das andere, was ich gemeint habe? Schloss. Hier würde ich jetzt sagen, sind wir auf einem Schloss. Ne? Ist ja so repräsentativ. Und sieht zumindest nicht burgmäßig aus. Sondern sieht ja sehr gemütlich aus, muss man ja sagen. Hier ist ein Tempel. Okay. You don't mind if I record this, do you? I find it most useful. Ah, you have one of those wonderful Martin bills. No, of course not, my dear fellow. It's my own design, Professor, along with everything you see. Most useful. You understand, of course, where the Ministry sent me. That they have concerns. Wovor? Also worüber haben sie sich Sorgen gemacht? Also, was hat er hier gemacht? Hier sind nochmal Bücher. Bücher. Oh nein. Oh nein. Diese Steintafeln kenne ich irgendwoher. Oh nein. Der ist doch jetzt nicht zu dem Brandenburg Anwesen gegangen und hat da. Oh, 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 oh. Also, wenn dir mal so ein Ding auf den Kopf fällt, dann gute Nacht. Oi, 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 oi. Okay, ja, was ich sagen wollte, ist, ich hoffe, er ist jetzt hier nicht zu diesem Anwesen da gegangen, um da irgendwie die Sachen zu finden. Das wäre schon nicht gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, okay. Ich finde schon mal gut, dass wir jetzt gerade aktuell die Kinder wieder, also aktuell nicht hören, ne? Aber ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das sich ändert. Okay, habe ich ein Telefon. Es klingt. Okay. Kurze Zusammenfassung. Paranoide, was? Alkoholiker mit zwei Kindern und einer Nanny. Sie lassen ihre Kinder als Säuglinge auf dem Dachboden pennen. Als sie einen verletzten Vogel finden, tötet die Nanny diesen. Als sie den Vogel beerdigen wollte, taucht ihr ein Schwein auf und der Vater zwingt die Kinder ins Haus zu gehen. Ja, das ist eine schöne kurze Zusammenfassung. So kann man sagen. Jetzt habe ich mich vor dem Klingeln erschrocken. Ey, also. Okay, gehen wir mal hier ran. Hallo? Precious Eagle Cactus. Fruit.
Help us. Adler-Kaktus-Frucht? Also wir hatten ja auch irgendwas in dem ersten Teil, irgendwas mit den Adlern, war ja auch immer gewesen. Was ist denn jetzt die Adler-Kaktus? Alter, die saufen hier sich einen an, das ist unglaublich. Was ist denn jetzt die Adler-Kaktus-Frucht? Also müssen wir wahrscheinlich in die Küche dazu. So, 7. November 1898. Die Bank sperrt sich gegen den Kredit. Diese ignoranten Schweine. Nachts, wenn die Kinder und Diener fest schlafen und mich nicht hören können, weine ich alleine. Mein Liebling, oh, wie sehr ich dich jetzt bräuchte. Sie sagen, dass ich mein Vermögen verprasst habe, dass meine Investitionen in die neuesten Maschinen den Familiennamen ruiniert haben. Wie bitte? Ich soll ein hiesiger Metzger bleiben? Wir sind Metzger! Okay. Verstehe ich das? Ein bisschen auch mit den Schweinen, aber nicht im Garten. Aber okay. Was sind diese beiden Waffen schon im Vergleich zur Vielzahl derer, auf die man ohne Bezahlung, ohne Mühen, durch die Adaption der Menschmechanismen Zugriff hat, die man in den Webstühlen und den Mühlen finden kann? Wenn sich die Bank aber durchsetzt, wird alles umsonst gewesen sein. Ich schwöre, sollten sie sich das Haus holen wollen, dann werde ich sie töten. Ich werde sie alle töten. Mein Gewehr werde ich nehmen, mein Gewehr. Paranoid und wahnsinnig. Das ist die perfekte Kombi. Ja, das ist wohl wahr. Das ist... Nee, also... Nee. Was ist jetzt hier im letzten? Ja, ist nichts drin. Aber ey, wirklich. In jedem Schrank habe ich bis dato diese Pullen hier gefunden. Halten Sie die linke Maus aus. Warte mal. Macht sich da eine Tür auf? Okay. Oh, Geheimgänge. Geheimgänge. Oh nein. Okay, hier gibt es wieder einen Hebel. Den betätigen wir jetzt noch nicht. Wenn wir mal hier lang gehen. Okay. Wir gehen einfach mal ein bisschen gucken erstmal. Uns umschauen. Oh Gott, wir können auch... Oh Gott. Wir können in jedes Zimmer gucken. Was hat der hier gemacht? Da ist schon wieder so eine Schweinemaske. Was ist das? Ach, was hat er hier gemalt? Was sind das für Bilder? Nein. Gott, überall da, wo Spiegel hängen, da... Oder so ein Spionage-Spiegel hingepackt? This age of reason. An empire grown fat. Ripe for the bleeding. Was? Ausblut? Hier ist wieder ein Hebel. Oh nee. Okay, und hier ist eine Tür, die wir nicht bewegen können. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir mit den Hebeln... Also wir... Ich check das jetzt mal ganz kurz, indem wir jetzt mal kurz hier nach hinten gehen. Und wenn ich jetzt den Hebel ziehe, dürfte vielleicht sogar die Tür hier zugehen. Ah, okay, verstehe. Und mit dem anderen Hebel können wir dann natürlich die andere Tür öffnen. Jetzt haben wir hier noch einen Notiz. Uhrwerk und die Seele. Ersatz ist unbefriedigend, ähnelt sehr einer Pumpe. Besser den Darmkanal, wie ein Bandwurm beherbergt bereits die Intrusion und die Brut. Messing besser als Kupfer, widerstandsfähiger. Fäden auf Knochenunterlage genäht. Okay. Markröhrenentfernung mit Nadelpotenzial. Verbundersatz unkompliziert. Reagiert auf elektromagnetische Reize zur Steigerung des Umsatzgrades. Serum ermöglichte beschleunigte Zurücksetzung, was zur naturalisierten Bewegung innerhalb von 2 bis 3 Tagen führt. Den Probanden muss immer noch der Stirnlappen abgetrennt werden, um nach der Reaktivierung emotionale Verzweiflung zu reduzieren. Verdammt nochmal. Verdammt sei diese klägliche Seele, wenn sie nur ein Uhrwerk wäre. Okay. Ja. Was? Okay, also ich verstehe das Spiel noch nicht komplett. Ich bin jetzt davon ausgegangen, wir sind ein Metzger. Anscheinend nicht. Wir sind auch... komisch? Was
passiert schon wieder was. Hört doch mal auf. Okay, wo geht's hier hin? Zu Lilly Ehren ein Bankett. Vier Glas... Was? Glasklare Orbi festgemacht an einem Punkt am himmlischen. Wünsch dir... Was? Wisch dir deine Hosen ab. Mann, das ist Blut im Schweiß und es sieht gar un... Oh Gott. Nachbeben. Ja, irgendwie haben die Spiele das irgendwie alle an sich, dass die immer irgendwelche Erdbeben haben. Halte zum Rennen links gedrückt. Genau, okay, ja, Shift. Wissen wir ja. Ah, und hier kann ich jetzt endlich runter. Okay. This way, Papa. Come and see. Was? Welche? Oh, die? Okay. Ich weiß noch nicht, ob wir ganz... Passiert? Ey, das wird immer schlimmer. Ich wollte nur hier oben gucken gehen, ob es hier noch andere Türen gibt, die ich öffnen kann. Und dann werde ich hier so überrumpelt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, können wir ja springen? Wir können auch springen, genau. Okay, cool. So. Ja, wir haben aber auch super viele Gemälde hier, also. Und da ist eine Bar, klar. Warum sollte man natürlich in so einem Anwesen? Ja klar, hat man da natürlich eine Bar. Und einen riesen... Ein riesen Esszimmer. Was ist hier los? Also wenn mir jemand ein Horrorgame sagt, wie man rennt, dann werde ich richtig paranoid. Ja, weil das bedeutet meistens, wenn du keine Waffen hast, weil du kannst dich ja nicht verteidigen, dass du wegrennen musst. Oder kannst. Nicht musst, aber du könntest, ja. Bleib mal hier. Notenblatt, oder was? Nee. Das ist ein Lied. Dieses Herz, schlaf mein Kind, schlaf. Dein Herz schlägt unter meiner Hand. Und ich wiege dich in diesem offenen, in diesen offenen Wunden mein. Dieses Herz. Sanft weiter durch mich und dein Herz gehört mir und ich wiege dich in dieser verdunkelnden Liebe dieses Herz. Träum diese heilige Wunde, wird bluten und die Engel trauern, nur um dich schlafen zu sehen, mein Kind. Schlaf und ich werde dich wiegen. Nee. Nee. So, Engel werden dich schlafen sehen und Gott. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das macht einen komplett sprachlos. Finde ich persönlich. Okay, hier haben wir Besteck. Hier haben wir wieder eine Waffe. Kann ich mit der irgendwas machen? Und der... Was hat er denn hier auf dem Kopf? Ist das ein Puma? Also, oder ein Tiger? Okay. Okay, hier... Okay, komm, wir gehen erstmal da, wo ja das Spiel eigentlich uns hinleiten möchte. Richtung Bar. Ich glaube, die Nähe hat die Kinder wie den Vogel behandelt gerade. Ich hoffe nicht. Bitte. Oh Gott, okay, da haben wir wieder ein Grammophon. Da finden wir wieder ein paar Infos. Achso, ich wollte eigentlich hinter die Bar, aber kann natürlich auch hier hin. Nee. Nee, was die da alles wieder... Da auch! Überall! Krass. I must say, my dear man, you look awful. Yes, I seem to have picked up something rather nasty in Mexico. I do understand what you've been through. A lesser man would have crumbled. Yet you have made all of this. Your great factory, your charities. It is a wonder for one man alone. It will all be made clear, Professor. But first, a drink. Was denn jetzt für ein Drink? Hat er jetzt diesen Adler-Kokosmilchsaft-Drink zu sich genommen? Oh, nee, ey. Warst du gestern noch beim Kapuzenwurm? Ja, war ich gestern. Gestern war ich noch bei Kapuzenwurm kurz. Er ist ein bisschen verspätet gestartet. Um 18.10 Uhr oder so war das, glaube ich, erst. Hab da mal kurz reingeschaut, weil er hat, glaube ich, auch was Interessantes gespielt. Ich glaube, irgendwie mit Backrooms. Und ich wollte mich, weil wir das vielleicht auch noch für den Kanal nutzen,
wollte ich mich nicht ganz spoilern lassen. Aber heute wollte ich mir mal den Dings angucken, den Mr. Is Dot. Nee, ist der Dot? Ist der Dot, glaube ich, hieß es. Da wollte ich mal heute mal reinschauen. Okay, wo gehen wir jetzt lang? Links oder rechts? Komm, du darfst aussuchen. Gehen wir jetzt nach da oder gehen wir eher nach da? Also, ne, links oder rechts? Weiß nicht, also das. Okay. Nach rechts. Okay. Na dann gehen wir mal nach rechts. Okay. Mami. Oh. Ein Telefon. Mandus. Do you know me? Nee. Who are you? Where are my children? Trapped, Mandus. Far below us. The machine is fouled. It is breached. It is flooded. The bulkheads are down. The children are engaged. If you help me, I can help you release them. Restore the power, Mandus. Drain the flooding and restart the great engines. Ah. Where should I go? Hello? Hello? Wir sollen jetzt irgendwelche Maschinen starten? Und dann, wenn wir das alles gemacht haben, überlegt er, uns zu helfen, die Kinder zu befreien, die er selbst eingesperrt hat. Das ist ja ein Top-Typ. Klar. Macht ja Sinn. Und die Maschinen sind unter uns. Das heißt, unter unserem Gebäude haben wir eine Fabrik? Das ist ja schon ein bisschen komisch. Achso, hier sind wir wieder. Hä? Wie? Lol. Ah, okay. Cool. So, dann gehen wir doch mal raus. Draußen dürfte ja vielleicht nicht so viel passieren. Also, ne? Ist ja offenes Terrain. Aber wir kommen hier auch nicht weiter. Okay. Hey, warum konnten wir da jetzt raus? Na gut. Dann würde ich jetzt sagen, gehen wir mal wieder zurück und dann nach links. Oh Mann. Oh nee. Können wir die Fenster öffnen? Nee, können wir nicht. Hier haben wir wieder einen kleinen Brief. 20. Dezember 1899. Ich muss einen Besucher empfangen. Den angesehenen Professor A. Er soll nach meiner langen Abwesenheit vom Club meiner geistigen Gesundheit überprüfen. Warte mal, bitte nochmal. Er soll nach meiner langen Abwesenheit vom Club meine geistige Gesundheit überprüfen. Okay. Ich bin aber nicht stumpfsinnig. Er soll mich nur für sie ausspionieren. Als sie dem Ripper nahestellten, rief man ihn oft herbei, um die Schnittwunden und fehlenden Organe zu dozieren. Und jetzt kommt er also zu mir, um mich zu umschmeicheln. Mein Guter, würde er sagen. Um mein Trauern wird er sich sorgen und dann ganz nebenbei wird er noch kurz einen Blick auf meine Maschine werfen wollen. Die größte Entwicklung unserer Zeit. Nichts weiß er von Verlust, nichts von Opfern. Ihn aber abweisen, das würde nur in ein Hornissennest stechen und mir einen Schwarm Profitler und Diebe auf den Hals hetzen. Also muss ich diesen Kaspar unterhalten und seinem Eindringen stattgeben. Vielleicht sollte ich ihm die Kuttlerei zeigen. Okay. Mal sehen, ob sein Magen, der auf das Herumstöbern, in den Innereien unbeholfen fizierter Huchen geschult ist, tatsächlich stark genug ist für einen Anblick der echten Maschinen seines goldenen Zeitalters. Vielleicht stelle ich ihm sogar Jack vor. Oder zumindest seinen Söhnen. Wir haben jetzt stärkere Schlösser an den Fenstern und wir bringen ihnen ihr Spielzeug. Ja, bitte entschuldigt wirklich mein Lesen. Diese Schriftart ist für mich echt schwierig. Wirklich, wirklich schwierig. So, ist der Dot. War gestern nur am Anfang. Er ist ein sehr sympathischer Mensch, finde ich. Aber leider kann ich so lauten oder besser gesagt sehr aktiven Menschen nicht lange zuschauen. Kann ich nachvollziehen. Oder nicht lang mit solchen Menschen reden. Sonst ist er, finde ich, ein toller Mensch. Ja, das kann ich nachvollziehen. Kapuzenwurm ist
speziell, sagen wir es mal so. Sehr hektisch manchmal, springt und so einen ganzen Kram. Aber ich mag ihn trotzdem. Aber wie du schon schreibst, ist eben halt ein sehr sympathischer Mensch. So. Okay, also wir haben anscheinend mit Jack the Ripper zu tun. Ein bisschen. Hier ist ein Spiegel. Ja, und müssen irgendwie Sachen vorbereiten. Und unten, also es wird immer, von unten wird immer gesprochen, dass da Maschinen sind. Bin echt gespannt, wie tief das Ganze hier schon wieder geht. Ja, mein Problem ist jetzt, dass ich jetzt schon wieder nicht weiß, wo es hingeht. Über Bären und Badewannen. Und nach der Party nahm sie einen Arm und sagte, Liebling, wie bist du denn so schnell vom Trophäenzimmer ins Gästezimmer, in Gästebadezimmer gekommen? Alle halten dich für einen Zauberer. Lilibet? Mein Liebling, das Haus meines Vaters hat viele Zimmer und was meins betrifft, nun ja, es hat auch seine Geheimkammern. Mein Tagebuch. Der Fiebertraum? Habe ich das alles noch nicht? Wo wir einst saßen, um Lilly hinscheinend zu beklagen, unter Waffen zu schwächen? Ich dachte, es wäre hier so das Ding, wo ich sehen kann, was so meine nächsten To-Dos sind. Aber nein! Ist ja doch ein bisschen anders aufgebaut. Verdammt. Okay. Ah, hier kommen wir auch weiter raus. Cool. Sind wir jetzt auf der anderen Seite? Und uns geht's wieder nicht gut. Ja, ich glaube auch, dass... Ach genau, da standen wir. Ah, okay. Das heißt, wir können jetzt hier weitergehen? Gott. Es erinnert mich so gerade so ein bisschen an Resident Evil 2, den Part, den ich gespielt hatte mit Claire, wo wir bei dem Chief angekommen sind, in seinem Büro, der auch so ganz viele ausgestopfte Tiere da hatte. Weil er ja ein Jäger ist. Aber gut. Können wir... Ja. So, können wir uns denn hier die Bilder noch weiter angucken? Was haben wir denn hier so Feines? Aha. Oh Gott. Also das scheint wirklich eine Jägerfamilie zu sein. Ne, also... Macht ja auch irgendwo Sinn. Oh, und da ist auch schon wieder... Ich würde gern wissen, was das bedeutet. Wie, ich kann das verschieben? Warum kann ich den verschieben? Okay, hat sich jetzt erklärt, warum ich den verschieben kann. Dann gucken wir doch einmal nochmal ganz kurz hier so ein bisschen uns um, ob wir hier noch irgendwas übersehen haben. Oder hätte ich die ganze Zeit hingekonnt, indem ich einfach dem Raum hier... Ach Gott. Einfach weiter gefolgt wäre. Okay. Wo geht's jetzt hier hin? Okay, die Tür geht wieder nicht auf. Na, dann gehen wir doch mal durch die wunderbare Geheimtür hier und... Kann ich das jetzt auch wieder zumachen? Gibt's dafür wieder so einen Hebel? Anscheinend nicht. Wo sind wir hier denn jetzt? Ist das jetzt... Also, das scheint ja jetzt das Gebiet zu sein, wo... die Maschinen sind. Ja? Also, erklärt sich ja, glaube ich, von selbst. Aber, schon komisch. Was bei Streamer manchmal sehr hochnäsig finde, ist der nur Follower-Modus. Bei circa 50 oder mehr aktiven Leuten kann ich das verstehen, aber dass ich auch schon öfter bei Menschen mit nur ein, zwei Zuschauern gesehen habe, die den Modus aktiv haben. Ja, das muss nicht sein. Also solange man sich natürlich im Chat benimmt, ne, bin ich immer da voll und ganz der Meinung, muss man jetzt da nicht irgendwie mit Follower-Modus oder Emotion-Only oder sowas irgendwie da rumhantieren. Okay, wir machen mal die Maschine aus. Ich habe auch die... Kann ich auch wieder anmachen? Verdammt! Ich habe mir so ein bisschen das angewöhnt von Stevie, der ja einfach, wenn er einen Knopf sieht, guck mal, das ist ein Knopf, ich drück mal drauf. So, irgendwie habe ich mir das angeeignet, so, wenn ich einen Hebel sehe, Knopf sehe oder so ein Rädchen. Oh, was passiert denn? Komm, lass mal drehen. So, ohne darüber nachzudenken. Einfach machen.
Warum? Weiß ich nicht. So, wir haben jetzt das Rädchen gedreht und die Maschine ausgemacht. Aber wir kommen nicht weiter. Oder? Kommen wir jetzt hier irgendwie dahin? Nee. Genau als du reingegangen bist, ist der Stream bei mir abgestürzt. Jetzt ist aber alles wieder gut. What? Der Stream ist abgestürzt? Toll. Okay, ich hoffe, dass das alles stabil bleibt. Ist auf jeden Fall nicht gewollt. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, jetzt habe ich hier an dem Rädchen gedreht, ohne zu wissen, was dieses Rädchen überhaupt macht. Und da hinten ist jetzt irgendwas passiert. Und ich komme da aber nicht hin. Also, oder? Aber warte mal, vielleicht kann ich ja jetzt andere Türen öffnen. Warte mal, du standst doch noch nicht hier, oder? Du standst doch vorhin da hinten in der Ecke. Ich weiß es nämlich ganz genau, dass der Vogel da hinten stand, weil das noch wie so eine Art Eule ist. Hörst du das? Also hört ihr das? Als ob da jemand was schleift. Was passiert? Nee! Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich gehe hier nochmal kurz rein. Auf jeden Fall hat sich die Eule umgesetzt. Finde ich nicht gut. Okay, hier kann ich immer noch nichts drehen. Hey, ich hätte gedacht, ich hätte jetzt da hinten reingekonnt. Also, bis auf, dass ich einen Schock fürs Leben gerade bekommen habe, aber okay. Nur bei mir hat mir einen schlechten WLAN manchmal fast, was? Nur bei mir? Hab sehr schlechtes WLAN manchmal. Das ist schon so, als hätte ich meinen WLAN ein... Ja, das ist, an manchen Tagen läuft's gut und an manchen Tagen nicht so. Aber, nee, gerade eben ging noch die Tür auf. Okay. Das Spiel verwirrt mich. Also ist nichts Neues, aber... Okay, die Tür kriegen haben wir jetzt nicht weiter aufgekriegt. Warte mal, wir hatten doch auf der anderen Seite hatten wir doch auch noch was. Ja, also ich will da... Sagen wir mal so, ich möchte zumindest weiter vorankommen. Ob ich jetzt da wirklich in diesen einen expliziten Raum da wirklich rein möchte? Weiß ich nicht. Aber, wie geht's sonst weiter? Also wir können ja gucken, weil wir hatten ja hinten noch die Tür hier. Genau, die ging ja auch nicht auf. Okay. Aber wir haben da was schleifen gehört. Wir gehen jetzt nochmal wieder zurück. Also ich überlege jetzt gerade mal, ich versuche das mal so zu verstehen irgendwie. Wir haben da irgendwas schleifen gehört und sind denn dahin. Haben die Tür versucht zu öffnen und haben einen Schock fürs Leben bekommen. Also ich zumindest. So, wir können jetzt hier an dem Rädchen aber nichts weiter machen. Die Tür kriegen wir nicht auf, weil es wahrscheinlich keine Tür ist. Und hier kann ich nichts weiter machen, glaube ich. Hier haben wir noch ein paar Weinpullen, die könnten wir trinken. Ja. Oder muss ich hier irgendwas? Nee, hier ist ja auch nichts weiter. Und hier kann ich nichts drehen, egal in welche Richtung. Okay. Also gibt es eine Möglichkeit, dass du weiterkommst, finde den Haupteingang und geh wieder raus. Dann lauf, bis du nicht mehr kannst und ein Auto findest. Ja. Aber ich glaube, wir kommen hier gar nicht raus, weil wir sind nämlich gar nicht irgendwie ins Haus reingegangen, sondern sind ja in dem einen Raum einfach nur aufgewacht. Ja, das ist ja ähnlich wie mit dem ersten Teil. Du bist ja auch einfach nur in dem Schloss da aufgewacht, in Brandenburg. Und ähnlich bin ich ja jetzt hier auch aufgewacht. In einem Raum, in einem Bett, was komplett ummauert war. Wie so eine Art Gefängniszelle. Warum man sich sowas holt? Keiner. So. Aber jetzt sind wir ja wieder hier. Okay. Warte mal, hier ist ja der Haupteingang. Wir können ja mal deiner Theorie mal nachfolgen. Vielleicht kommen wir ja hier raus.
Ich hätte jetzt gelacht, wenn jetzt die Tür aufgegangen wäre. So. Hier unten haben wir nichts. Hier waren wir schon. Genau, da sind wir dann links, rechts, rechts, links. Hier sind wir doch am Anfang auch lang gegangen. Genau, da hat doch das Telefon geklingelt. Hier sind wir raus. Genau, und hier sind wir wieder... Ja, super, jetzt sind wir mal im Kreis gelaufen. Sehr clever. Können wir denn oben noch irgendwas machen? Also haben wir jetzt irgendwie die Möglichkeit, oben hat sich da vielleicht irgendwas getan? Okay, dann schlaf wieder ein. Vielleicht ist es nur ein Albtraum. Ja, zwickt mich. Dann wache ich vielleicht auch von meinem Albtraum auf. Aber hier ist ja auch nichts. Aber hier haben wir noch ein Zettelchen. Edwin und Enochs Tagebuch, 3. Oktober 1899. Papa sagt, dass wir nicht mehr mit den Tieren spielen dürfen. Wir haben mit Cock Verstecken gespielt und er kam und schrie uns an, als wir uns gerade hinter Herrn Brummbär verstecken wollten. Cock sagte, dass er wegen der Waffen ärgerlich sei, aber das kann gar nicht sein, weil er uns immer beim Polieren helfen lässt. Egal, in diesem Zimmer spukt es. Wenn man dort in der Nacht herumschleicht, kann man die Geister in den Wänden hinter den Schaukästen hören. Sie sind oft wütend, jedenfalls hört es sich so an. Wir glauben, dass man sie selbst mit ihren Ketten rasseln, dass man sie deshalb mit ihren Ketten rasseln, Türen zuschlagen und sowas hören kann. Das gefällt uns eh nicht. Ah. Spring die Treppe runter, kannst mich leider nicht zwicken. Oh, kommen wir hier runter? Kriegen wir wieder Schaden? Wir können nochmal probieren. Können wir das Spiel? Ah, guck mal. Ich komme hier nämlich nicht so, nehme ich nicht rauf. Nee. Lässt mir das Spiel nicht zu. Aber ich habe eine Idee. Und zwar mit dem Brief, den wir jetzt gerade gelesen haben, mit dem Tagebucheintrag. Mache ich hier einfach runter. Ja, das Spiel lässt einen wirklich nicht zu. Hier ist eine Invisible Wall. Aber mit dem Tagebucheintrag haben die ja jetzt gerade auf die Tierpräparate da so ein bisschen hingewiesen. Und die wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Ich meine, klar, den einen Bären wird wahrscheinlich auch hauptsächlich der Hinweis sein, dass wir eben halt das Ding da verschieben müssen, um weiter vorwärts zu kommen, um in diesen einen Raum reinzugelangen. Aber nee. Bei den Waffen ist auch nichts. Die machen wir mal zu. Die hier auch. Die auch. Was mich eben halt extrem wundert, ist eben halt das mit der Eule. Weil die stand definitiv hier in der Ecke. Auf jeden Fall. Ich glaube, Twitch hat einem die Möglichkeit sozusagen, dass man blind oder taub ist. Ja! Du kannst mittlerweile bei Twitch, hast du die Möglichkeit, individuelle Icons vorne hinzusetzen. Dass du zum Beispiel nur den Ton verfolgst, aber nicht zuschaust. Oder zuschaust, aber den Ton nicht anhast. So. Aber hier kommen wir nicht weiter. Das ist jetzt komisch. Muss ich ehrlich gestehen. Bin ich jetzt ich weiß nicht, was ich als nächstes machen muss. Also, den nächsten komme ich nicht weiter. Habe ich irgendwas übersehen? Also, wir haben ja leider nur dieses Tagebuch und gefundene Dokumente. Edwins Tagebuch, genau. Es war noch was mit Waffenproben bei dem Brief, aber das haben wir ja auch, glaube ich, schon herausgefunden mit der... Oder? Mit der Waffe? Was ist denn, wenn ich jetzt das da wieder... Kann ich den hier wieder zumachen? Und geht dafür vielleicht die Tür dann auf? Nein. Scheiße. Scheibenkleiste. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nee. Ich kann wirklich nur das hier anmachen. Also hier rüberschieben. Damit halt die Tür aufgeht. Aber sonst komme ich nirgendwo hin. Also Lampe an, Lampe aus. Okay, ja. Schön, schön, schön. Ah, das ist doch jetzt... Das ist richtig ärgerlich gerade.
Okay, komm, wir versuchen es jetzt mal wirklich in Ruhe. Was haben wir denn noch so? Der Fiebertraum. Ich wache auf, alleine in einem stillen Haus. Die fehlenden Geräusche spielender Kinder sind wie ein dunkles und furchtbares Grab, das mich zum Abstieg in den Lehm ruft, wo es sicherlich nur noch Körper zu finden gibt. Ganz gleich, meine Kinder rufen und ich werde antworten. Ich werde sie finden. So, Dachboden, Kinderkrippe haben wir gelesen. Wo wir einst saßen, um Lilis Hinscheiden zu beklagen, unter Waffen zu schwach zum Bezwingen der Engel, um sie aus dem Himmel zurückzuholen zu können. Schau hinter die Gemälde, Oswald, wo du ihr einst beim Baden zusahst. Die Kinder müssen diesen geheimen Ort entdeckt haben und sich dort verborgen haben. Okay. Die Stimme am Telefon, er spricht so, als würde er mich kennen und ich scheine mich tatsächlich an ihn zu erinnern. Wie Zwillinge, die bei der Geburt getrennt wurden. Ich spüre, dass wir miteinander verbunden sind, aber wie, das verstehe ich nicht. Ich bin ein ertrinkender Mann, der in seinem eigenen Haus nach der Oberfläche krallt. Unter mir, das weiß ich, befinden sich wunderschöne Konstruktionen, verborgen in der Dunkelheit, wenn ich nur die Eingänge finden könnte. Über Beeren und Badewanne. Und nach der Party nahm sie meinen Arm und sagte, Liebling, wie bist du denn so schnell vom Trophäenzimmer ins Gästebadezimmer gekommen? Alle halten dich für einen Zauberer. Lilibeth, mein Liebling, das Haus meines Vaters hat viele Zimmer und was man meins betrifft, nun ja, es ist auch eine Geheimkammer. Ja. Aber hier geht's doch... Habe ich hier irgendeine Tür übersehen? Hast du ein Inventar? Nee. Also ich drück zwar... Warte mal, I, Tab. Also Tab war es beim letzten Ding. Da hatte ich ein Inventar. Habe ich hier diesmal nicht. Zumindest, oder ist es noch nicht freigeschaltet? Sagen wir mal so. Ich kann auch nicht immer alle Gegenstände irgendwie anscheinend aufnehmen. Das ist auch ein bisschen komisch. So, mit den Gemälden. Wir haben ja das Badezimmer. Das eine Badezimmer haben wir ja gesehen. Und da sagte er ja von wegen, da wo ich durchgeguckt habe, wegen Gemälde. So, warte mal. Da können wir ja nochmal hin. War das nicht hier? Warte mal. Oh, jetzt geht's wieder los, mein Orientierungssinn. Hier ist ein Badezimmer, ne? Genau. Okay. Hinter dem Gemälde. Ah, lol. Okay. Gut, dass wir uns das nochmal durchgelesen haben. Kannst du den Vogel antippen? Welchen Vogel? Bin ich wahrscheinlich schon dran vorbei. Das scheint mir aber nicht auszusehen wie Weinflecke. Ja, bei dem anderen Ding haben wir ja gesagt, Rotweinflecke. Das wäre sehr viel, wobei, sehr viel Rotwein, ja. Die haben ja anscheinend hier Rotwein en masse. Wobei ich sag mal, wir behaupten einfach mal, es ist Rotwein. Was liegt denn da? Was liegt denn da am Bett? Was ist das? Die Eule, wo du dir sicher warst, dass du die woanders stand. Ja, stimmt. Die können wir eigentlich auch nochmal anfassen. Ja. Und hier ist schon wieder so ein Drehrad. Und eine Säge. Gott. Okay, und ein Schrank. Oh Gott. Und hier kann ich was reinschmeißen. Okay. Komm, wir drehen mal am Rädchen. Damit haben wir was aktiviert hier. Da ist irgendwas. Hier fließt jetzt irgendwie durch. Und irgendwas ist passiert. Oh nein. Er ist aufgestanden. Jetzt verstehe ich auch, warum da Gitter davor sind. Damit man die denn zumachen kann. Oh Gott. Jetzt. Flackert. Vorhin hat es auch geflackert, wo wir unsere Kinder gesucht haben. Und die Tür ist offen. Oh nein.
Ich würde eine Atombombe reinschmeißen. Ja. Also, nicht ganz so radikal vielleicht, aber... Aber so ähnlich. Hands are bleeding, raw. I scrub and scrub, but the smell will not lift. How can I hold my children with these hands now? How can I kiss them goodnight with lips that have issued such instruction? Okay. Wir sind jetzt in dem Raum, wo der Typ wach geworden ist. Das ist ein Zettel. Hol Sally im Puppenhäusle. Puppenhäusle, nee, oder? Komm, ey. Des Nächtens, sie kommt, sie sie schnüffelt und sucht ihr süßes Schnäuzchen ganz unten beim Huf. Und ihre Locken sind blond, die Augen himmelblau, wie eine halb begrabene Hand im eisigen Schnee. Wie eine Hand im eisigen Schnee. Und sie bettelt um Äpfel durch den Fensterspalt. Das Gesicht ganz verborgen, doch mit Augen wie Feuer, auch wenn dich ihr Busen lockt. Ach, so wunderschön. Sie schnappt dich und fängt dich und isst dir dein Herz. Sie fängt dich und isst dir dein Herz. Drum benimm dich am Abend vom Jahr, sonst kommt Sally und holt Äpfel. Dann hüt dich Gefahr. Vor mancher Tür steht Böses, du musst dich besinnen. Glaub du deinem Vater, lass es nicht nach innen. Unfolgsame Kinder kochen Sally ihr Essen, laden ein sie zu Sallys garstigem Fressen. Schönes Gedicht. Nicht. Bin ich ehrlich. Okay, also Sally. Oh Gott. Jetzt haben wir den hier wirklich befreit und ich gehe von aus, wir dürfen der Spur folgen. Die Gitter bringen anscheinend nichts. Genau. Die Gitter bringen wirklich nichts. Zumindest nicht, dass er irgendwie aufgehalten wird. Warum sollte ich jetzt der Blutspur folgen? Einfach... Weil sie hier aufhört? Hä? Kann die denn jetzt hier einfach aufhören? Oder gibt's hier irgendwo... Gibt's hier irgendwie einen kleinen geheimen Raum? Irgendwas, was ich betätigen muss, damit sich hier unten vielleicht so eine Klappe aufmacht oder so? Was? Content! Nein! Ich möchte... Oh Mann. Aber wie kommen... Wo ist er jetzt hin? Weil nach oben ist er jetzt auch nicht? Hier komme ich nicht rein, oder? Kann ich das hier irgendwie öffnen? Das sieht aus, als ob du dir hier dich so runterlassen könntest. Ich kann aber nichts nehmen. Okay, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Oder? Ja. So, wir können ja hier die Abkürzung nehmen. Nee, warte mal. I'm off the market. I will cry all the way home. Dieser Gang war gar nicht frei. I will have none at all. Dann hat sich verändert. Das war eigentlich hier alles, also, ich bin hier nicht durchgekommen, weil hier das zu war. Bin aber dafür da durchgekommen, wo ich denn da rein wollte. Und hier war ja auch Gitter davor. Oh nein. Okay, wir sind im Maschinenraum. Oha. Also, da habe ich jetzt mal ein bisschen Angst vor, dass gleich da runterkommt. Schnell durchrennen. Gott. Okay. Dieses Tor ist jetzt auch offen. Und das auch. Oh nein. Oh nein. Warum? Oh Gott. Ja, nee, ist klar. It's this way. Ja, denn... Ich folge mal den Kindern. Warum mache ich das eigentlich? Oh Gott. Ah. Aha.
wir da nicht rein? Kann ich hier hoch? Ja. Was? Da hat jemand geschrien. Ich hab's gehört. Und da ist schon wieder so eine Schweinemaske. Kann ich hier... Oh, warte mal. Kann ich hier rauf? Kann ich den Motor starten? Geht das? Hallo? Nee, geht nicht. Schade. Okay, die Masken, würde ich fast behaupten, verraten einen immer so ein bisschen die Richtung, wo wir hin müssen. Glaube ich. Ja, weil die Tür geht nämlich auch nicht wieder nicht auf. Ja, ist okay. Ich glaube, dass das immer so ein kleiner Mini-Hinweis ist. Ein Eck aus... Was? Ein Ei aus Stein? Oh Gott! Wie geht's weiter? What? Also entweder das Schweinevieh ist abgehauen oder es hat in den Rohren einen auf Assassin's Creed gemacht. Das ist eine gute Theorie. Langsam glaube ich, dass die Kinder dir helfen wollen und du von dem Schweinvieh gejagt wirst. Ich hoffe nicht. Also, dass ich gejagt werde. Also, ich hoffe schon, dass die Kinder mir helfen. Aber ich hoffe nicht, dass ich von dem Schweinevieh gejagt werden soll. Okay, wo sind wir? Also, Rohr ist runtergekracht und wir sind mit der Treppe mit runtergegangen. Oh, nee. Okay. Was ist das hier alles? Come on, slow coach. It's this way. Okay. Come on, slow coach. Ich habe das Telefon vor allen Dingen gerade noch so aus dem Augenwinkel gesehen und dachte mir so, ah, das wird bestimmt jetzt nicht klingeln. Und ich habe mich erschrocken. Das ist unglaublich. Ja, wir gehen mal. Is our attempts to clear the floodwaters. Treachery, Mandus. We were undone. Your children are trapped by this act. You must find them before it is too late. What do you need me to do? How can I find them? Always deeper, Mandus. Through the piston room and into the tunnels. Then find the bilge and flush the rotten water. I will help you where I can. But you must be swift, my little friend. Nee. Also, ich bin immer noch der Meinung, dass der Typ, mit dem wir telefonieren, dass der... Dass der, na, unsere Kinder entführt hat. Und er jetzt eigentlich nur den Vorwand sucht, dass wir ihm irgendwie helfen. So nach dem Motto. Damit er uns dann angeblich hilft, unsere Kinder zu befreien. Ich dachte ganz kurz, dass es ein Kopf ist. Ey. Könnt ihr bitte nicht so? Nicht so. Bitte. Easy. Ja, es... ist echt heftig. Oh Gott. Ich kann auch gar nicht so viel erzählen gerade, weil ich bin so angespannt. Weil da ist hier anders. Ganz anders. Oh Mann, kannst du bestimmt rüberspringen an der Treppe? Ist doch noch nur ein Meter. Nee, ja. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Er kann sich ja leider nicht festhalten. So, warte mal, das ist doch ein Mechanismus, den kriegen wir doch auf. Also, den würden wir aufkriegen, wenn wir wüssten, wie. Die gleiche Maschine hatten die übrigens bei Amnesia bei dem ersten Teil auch. Ende. Da ist ein Hebel. Den Hebel. Was macht er vor Schiff? Den Hebel werde ich jetzt mal nicht betätigen. Also, ich werde ihn wahrscheinlich noch betätigen müssen. Und das sieht mir aus wie Sicherung, die ich mitnehmen muss. Oh Gott. Ja, jetzt ist die große Frage: Zuerst den Hebel betätigen oder das Rädchen drehen? Was ist ungefährlicher, sage ich jetzt mal.
Langsam glaube ich, du bist in der Nähe eines Vulkans. Ja. Also das wäre das einzige Logische, warum alle 5 Minuten der Boden bebt. Wenn er auch kurz vorm Ausbrechen ist, wahrscheinlich, genau. Was macht man jetzt? Rädchen drehen oder Hebel ziehen? Also Strom anmachen, würde ich jetzt behaupten. Beides löst wahrscheinlich irgendwas aus. Hier könnte ich mir aber vorstellen, dass ich das rausnehmen muss. Ah. Um die dann einzusetzen. Okay, verstehe. Wo gibt's die Dinger? Hebel, würde ich sagen. Okay, na dann machen wir erstmal den Hebel zuerst. Okay. Hat auf jeden Fall was gemacht. Ich weiß noch nicht was, aber es hat was gemacht. Na, machen wir als nächstes die Kurbel. Damit lasse ich irgendwas runter. Okay, cool. Das habe ich jetzt runtergelassen. Na, dann gehen wir doch mal gucken, was war da gemacht. Guck mal, mit dem Strom haben wir jetzt einfach das Ding hier angemacht. Okay, cool. Da war der Hebel doch richtig. Ja, Erdbeben! Bandaged feet and eyes. Small bones in the orchard. I have carried this world on my back with its legs about me. Damn this wretched soul. I am given birth to nothing but machinery. Okay. So, das haben wir runtergelassen, ne? Ah, jetzt ist meine Stimme auf einmal weg. So, warte mal. Das haben wir runtergelassen. Aha, muss ich jetzt hier irgendwas machen? Oder kann ich hier einfach rüberspringen? Oh, nice! Ich weiß zwar nicht, ob das so jetzt angedacht war. Aber ich sag jetzt mal, ich nehme es mit. Ich nehme es so, wie es kommt. Hey, hier ist ja wieder ein Hebel. Hä, was passiert jetzt? Was habe ich gemacht? Das Schweinevieh ist einer deiner Erfindungen. Das wäre ja heftig. Also meine eigene Erfindung jagt mich. Ah, wir haben hier wieder ein Tor aufgemacht. Okay. Scheint wie so eine Art Labyrinth. Alter! Diese Erdbeben! Scheint wie so eine Art Labyrinth zu sein. Das hat mich jetzt gerade schon wieder... Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe den Ingame-Sound, also er ist gefühlt für mich, ich hoffe, dass das für euch okay ist, von der Lautstärke her, aber der Ingame-Sound ist auf meinen Ohren richtig böse laut. Ich hoffe, dass es bei euch, wie gesagt, easy going ist, dass auch meine Stimme nicht zu laut ist oder auch nicht zu leise, sodass ihr alles mitbekommt, aber... Ey, das Erdbeben hat mich gerade richtig abgeholt. Also richtig... Puh. Ach nee... Jetzt muss ich hier wieder so eine... Ist okay, was passiert? Okay, ja. Gut. Ich muss ganz kurz... Musik? Kannst du dich wieder ein bisschen beruhigen? Hallo? Bitte nicht ganz so dramatisch. Danke. Liegen einfach mal tote Ratten. Also. Ja, tot ist das eine, aber. Die sahen aus, als ob die ein bisschen angeknabbert wurden. Von irgendwem. Hallo? Hallo? Haha. Bist du hier? So. Und hebe ich ihn wieder an. Hebe ich ihn wieder an. Oh Gott! Das Beste daran, man hat sich gerade vertieft und dann bebt es die Zähler raus. Das stimmt.
Oh Gott, da hinten laufen die Kiddies wieder. Da, habt ihr den Schatten gesehen? Follow us, Papa. We know the way. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin gleich da. Achso, hier kann ich im Kreis laufen. Okay. Gut, dann geht's jetzt hier wahrscheinlich runter. Wo auch wieder alles in Schutt und Asche. Schutt und Asche, genau. Schutt und Asche liegt. Jetzt. Muss ich jetzt da rüber spielen? So. Nee. Hä? Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Hold still, for God's sake, hold still, child. Ist alles. Don't let it get into your eyes. I'm gonna rip that now. There. It will be fine. You just need to lie down. Enoch, look to your brother. How many times have I told you not to play in the cellar? Ja, denn. Zieh halt die Kinder nicht auf dem Dachboden auf. Hä? Das ist ja ganz komisch. Guckst du Anime? Nee, also. Oh. Anime ist halt. Oh, puh. Der Stevie, glaube ich, guckt ab und zu mal Kleinigkeiten. Ich weiß, meine Frau guckt zum Beispiel Sachen. Aber eher so, glaube ich, den. Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Mainstream. Was ich geguckt habe, ist sowas. Ich weiß nicht, ob das dazu runterzählt. Ist sowas wie One Piece, Naruto. Also eigentlich auch so eher das, was man so aus dem Fernsehen halt her noch so kennt. Aber meine Frau guckt sowas wie Attack on Titans und alle anderen Sachen. Alles, was so irgendwie auf Netflix ist, das guckt die sich da, die suchtet sich da durch. Aber ich kann dir leider wirklich wenig dazu sagen, weil das ist nicht ganz mein Bereich leider. Aber guckst du denn, also, wenn du die Frage stellst, ne, gehe ich mal von aus, guckst du ja auch Anime? Was sind so deine Animes, die du gerne guckst? Und währenddessen versuche ich hier einen Weg rauszufinden, während du mir schreibst, was du gerne für Animes guckst. Ich finde das übrigens ganz cool. Du lenkst mich so ein bisschen ab mit deinen Fragen. Bringt mich so ein bisschen runter. Finde ich nice. Danke dir. Also, danke für den Support auf jeden Fall. Und hilft mir ungemein, dass ich nicht ganz alleine bin in diesem Spiel hier gerade. Ich bin ehrlich, meine Hände schwitzen. Also meine Handflächen. Ich hab echt Schiss. I told you he'd come. Was ist das denn jetzt auf einmal? Haben wir einen Bunker? Im Maschinenraum? Nee, oder? Ja, okay. Geht ja nur da lang. Das sieht doch aus wie. Wie Fallout 3. Ja, wie die Vault, die wir irgendwie öffnen können. Lass mich raten, ich kann die jetzt wirklich öffnen. Okay. Was war das denn hier? Okay. Was ist das? Okay, also wir fangen mal mit dem Hebel an. Ich weiß nicht, ob das so clever war, dass wir mit dem. Können wir den Hebel wieder zurückmachen? Ich möchte nicht eingesperrt sein. Nochmal. Nein, okay. Kann ich den jetzt drehen, damit sich diese Tür da öffnet? Das wäre super. Was mache ich hier? Ja, jetzt wieder. Nein. Und jetzt du denn? Okay. Was ist denn das für ein. Was ist das denn für ein Mechanismus? So, und jetzt kann ich dich wieder. Nee, kann ich nicht. Kann ich dich? Nee, kann ich nicht. Kann ich dich? Aha. Oh Gott, ich hab gedacht, jetzt passiert hier sonst was. Und dabei ist es nur irgendwie den Druck, wahrscheinlich von A nach B umzuleiten, damit Tür X zu ist und für Y aufgeht. Okay, allgemein ja. Zurzeit gucke ich keine Anime, aber meine Lieblinge sind Hunter, X Hunter, Naruto, Overlord und One Piece. Habe ich aber noch nicht geguckt. Zurzeit gucke ich die Staffel 4 von Swing. Staffel 4 will ich mit meiner Frau zusammen auch mir noch anschauen. Wir haben bis Staffel 3 geschaut. Ich weiß, dass die neue Staffel raus ist.
Wollen wir aber uns aber gemeinsam anschauen. Machen wir wahrscheinlich jetzt dieses Wochenende dann auch. Lass mal damit anfangen. Deswegen bitte nichts verraten, was in Staffel 4 eventuell vorkommt. Weil du wirst wahrscheinlich schon weiter sein als ich. Also, da ich noch nichts gesehen habe, wirst du weiter sein als ich. Okay, hier kommen wir nicht rein. Hier geht's nicht weiter. Und wo sind wir jetzt gelandet? Ist das jetzt ein Büro? Ist das jetzt hier wie so eine Art guck mal an. Kann sogar Lichter machen. Ist das jetzt hier so ein Empfangszimmer, wo wir jetzt hier so Gäste empfangen, oder was? Okay, wieder Weinpullen, klar. Ist logisch. Ja, und hier ist bestimmt auch wieder eine Weinpulle drin. Nee, hier sind Bücher. So, ich würde jetzt ein Wetter aufmachen, ganz ehrlich. Bevor ich diese Tür hier aufmache, da sind doch bestimmt hundertprozentig wieder zig Weine drin. Oder? Also. Und Notizzettel. Ich sag Notizzettel und Weine. Ja, alles gut. Bin in Folge 3 oder 4. Hab erst gestern angefangen, nachdem ich kurz bei Kapuzenbach war. Siehst du, ich wusste es. Also 50% meiner Aussage haben gestimmt. Weine sind auf jeden Fall schon mal drin. Aber leider kein Notizzettel. Schade. Also, gibt es denn hier noch irgendwie einen Hinweis? Nee. Wobei, der Hinweis wird wahrscheinlich sein, weil dieses Haus da in der Mitte, wenn ich jetzt mal die Lampe ausmache, ist ja so eher erleuchtet. Könnte das sein, dass das jetzt gerade unser aktueller Standort ist? Wo wir sind? Wo wir uns befinden? So von wegen, der rote Punkt zeigt, wo sie stehen. So das helle Licht zeigt, wo sie sich gerade befinden. So nach dem Motto. Hä? Ich wollte gerade sagen, sehe hier gerade so Dings. Ich würde sagen 75%, es war zwar keine Notiz, aber dafür Bücher. Ah, okay. Das stimmt. Der Alkohol war auf jeden Fall schon mal mit dabei. Wobei Alkohol hier ist, glaube ich, fast in jedem größeren Schubfach. Drin. Kann ich von hier aus einfach rangehen? Nee, kann ich nicht. Machen wir die Tür auf. So. Was hast du uns jetzt mitzuteilen? Wir werden ja mit Mendes angesprochen. Ich gehe mal davon aus, wir sind auch dieser Mendes. Oh Gott, das ist wieder so eine Schweinemaske. Und jetzt sollen wir jemanden den Kiefer freimachen und die Augen entkrusten, damit er uns was erzählen kann? Und sagen kann? Was ist das für eine Musik? Oh. Ja, siehst du, hier, wieder. Ne? Suff. Ja, erste Schublade auch immer Suff drin. Zweite Schublade ist dann wieder nur so ein Buch drin. Oh, hier ist, guck mal, letzte Schublade ist ein Hemd drin. Was? Das hatten wir noch gar nicht. Ah, aber hier haben wir wieder Notizzettel. 1. Mai 1899. Andererseits, was wäre, wenn sie aufrecht stehen und wie Menschen laufen könnten? Was, wenn das Bestialische demzufolge im Zaun gehalten werden könnte. Würden sie singen? Würden sie ihren eigenen Gott finden? Ich habe diese Dinger gesehen und meine Antwort lautet ganz klar, nein. Nein, würden sie nicht. Einem ihnen aufgezwungenen Gott aber würden sie bereitwillig die Treue schwören und ihm huldigen. Darin, so wurde mir gewahr, unterscheiden sie sich nicht von der Masse. Sie sind uns äußerst ähnlich. Ist diese oh Gott, ist diese irreversible Schwelle erst einmal überschritten, werden unsere Fesseln zu eng und wir müssen freigesetzt werden. Zum Befreien der Menschheit zerschneiden wir die Menschen. Bitte was? Zum Befreien der Menschheit zerschneiden wir die Menschen? Okay. Zum Überwinden dieser großartigen Entwicklungsgeschichte muss sie zuerst auf den Boden gemalt werden. Ja. Nee, klar. Okay. Wir gucken mal, können wir hier rein? Ja, da können wir auch rein. Cool. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Was ist... Also,
Sie hat ein blutiges Messer in der Hand. Grinst wie sonst was. Hat anscheinend gerade ein Kind gestillt. Aber das Kind sieht aus, als ob das hier am Hals eine ganz fiese Narbe hat. Und warum ist hier ein Bein? Einfach nur ein Kindes... Gott! Was ist das für ein Spiel? Können wir das wieder zumachen? Danke. Kann zu. Danke. Da gucke ich nicht nochmal rein. Das habe ich erwartet da oben in der ersten Schublade. Aber nicht das, was wir da gefunden haben. 22. August 1899. In Amerika sprechen sie davon, ihre Städte bis in den Himmel zu bauen. Das erscheint mir dann doch etwas töricht. Vielleicht ist das bei Nationen einfach so, die ohne eigene Geschichte gegründet wurden. Wir hingegen wandeln auf unseren Geschichten, sie sind in den Lehm unter unseren Füßen komprimiert. Davon haben die von uns eingestellten Ingenieure gesprochen. Sie erzählten, wie sie bei dem Bau der U-Bahn oft auf ältere Tunnel stießen, die kreuz und quer unter der Hauptstadt verlaufen. Welche Paläste wohl unter uns begraben liegen? Wir graben und graben immer zu und eignen uns das Gefundene wieder an. Im Mittelpunkt des Planeten, so erzählt mir mein Architekt, befindet sich eine große Eisenkugel, das Ei der Welt. Ja. So, hier auch wieder nur Alkohol. Okay, gut. Gut. Dann können wir weiter. Ich gehe nicht weiter auf die erste Schublade ein. Ich bin ehrlich. Das war gerade ein bisschen creepy. So, hier geht es wieder im Badezimmer. Können wir hier den Abzieher ziehen? Ich würde gerne mal ganz kurz hier für zwei, drei Minuten kurz Tür schließen. Mich akklimatisieren. Kurz hier, ne? Und ist da Bescheid. Aber ich kann hier nichts machen. Bin jetzt erstmal weg, bis später. Sehen uns ja spätestens um 20 Uhr bei Ist der Dot. Natürlich nur, wenn du willst. Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen angenehmen Tag. Hab Spaß, danke, dass du reingeschaut hast. Damit hast du mir zumindest die erste Folge und die ersten fast anderthalb Stunden mich unterstützt bei diesem sehr krassen Game. Und hast mich echt gut abgelenkt. Danke dir dafür. Und wir sehen uns bestimmt nachher im Chat. Und wir gucken jetzt mal, wie es hier weitergeht. Oh, wieder neuen Zettel. 5. Oktober 1899. Zur Beendigung des Produkts, noch vor der Initiierung des Vorgangs, wenden wir das neueste chemische Wissen in Form niedriger Dosen eines Laudanum-Derivats an. Dies bedeutet, dass wir sie aus ihren Käfigen in eine Reihe schleifen, denn so geraten sie mit geringerer Wahrscheinlichkeit in Panik und beschädigen Maschinenkomponenten, andere Produkte oder sich selbst. Dieser Förderbandabschnitt ist Gummi beschichtet und wird zur Beibehaltung guter Laune entsprechend beleuchtet. Wir haben außerdem herausgefunden, dass die strategische Platzierung von Grammophonen und einfachen akustischen Verstärkerröhren um die Reihe herum die Beruhigung des Produktes mittels Musik ermöglicht. Die Bussi? Erachten wir diesbezüglich als besonders effizient. Aha. Was ist denn Debussy? Ist das ein Komponist? Komm später aber bei der zweiten Folge eventuell, kann es aber nicht versprechen. Ja, du, wie gesagt, easy going. Komm gerne dazu. Wenn wir online sind, sind wir online. Wenn nicht, sehen wir uns wahrscheinlich heute Abend nochmal im Chat. So. Warnung. Treibstoffpumpen. Flüchtige Chemikalien. Diese Materialien sind höchst ätzend. Schutzkleidung ist Vorschrift. Ja, haben wir an, ne? Schutzkleidung. Da sehe ich mich. Ja. Gott. Ja, Schutzkleidung haben wir an. Behaupte ich jetzt mal. Das sind jetzt Schweine? Ja, muss ja. Truck Fueling Station. Okay, hier kann ich einen LKW befüllen mit Öl, Benzin. Also, Öl wird es nicht sein, wird Benzin sein, aber. Warum? Ich leg dich mal da wieder hin. Warum kann ich das nehmen? Warnung, Treibstoff. Ja, okay, das hatten wir oben schon. Okay, cool. Hier kommen wir auch nicht weiter. Okay. Aber hier. Gott!
Wie sieht das hier aus? Bin ich dich eigentlich vom Haken nehmen? Nicht, dass ich es wollen würde, aber wir können es ja mal austesten, oder? Okay, funktioniert nicht. Okay, wir kommen hier nicht. Oh doch. Ich wollte gerade sagen, wir kommen hier nicht weiter, aber es gibt noch einen anderen Ausgang. Oh, hier geht's nochmal weiter. Sieht ein bisschen aus wie Sackgasse. Aber okay. 28. September 1899. Stellt euch vor, sagen sie, eines Tages würde eine Maschine wie ein Mensch denken können. Als ob das wünschenswert wäre. Was könnte man damit prahlen, einen Menschen geschafft zu haben, der sich wie ein Schwein vermehrt? Männer und Frauen auf allen Vieren, die sich gedankenlos paaren und ihre schmutzigen kleinen Sperma-Sendschreiben auf die Straße ejakulieren. Alter, was sind das für Texte? Die Gassen und Gossen quellen fast über vom stumpfsinnigen, verspritzten Produkt ihrer Vereinigung. Die Luft schwer mit ihrem lustvollen Gewimmer. Körper überströmen mit ihren eigenen Absonderungen. Wir haben eine Welt geschaffen, in der Männer derart minderwertig sind, dass sie Passanten mit ihren Samen besprühen. Und dennoch ist dies der Zustand, den Babaga anstrebte. Nein, dies ist nicht die Maschine unserer Vorstellung. Solch ein Wesen sollte nichts weniger als eine Gottheit sein. Und wir würden vor ihm auf die Knie fallen, um ihn huldigen. Wir sollen Götter nicht zum Streiten und zum Unzuchttreiben schaffen. Vielmehr werden sie existieren, um die Welt zu reinigen und uns zu befreien. Ich lehne Babaga ab, wie ich diese Regierungsmänner ablehne. Sollen die Schweine doch so lange in den Gossen kopulieren, wie sie möchten, denn schon bald werden wir sie uns greifen und ihnen ihre Himmelfahrt erleichtern. Okay, also... Was? Also erschaffen wir jetzt Schweine, die vorher Menschen waren? Oder... Ich verstehe noch nicht so ganz, was die Maschine macht. Und ist jetzt jedes Schwein ein Mensch? Hörte sich aber auch so ein bisschen an wie von der Sekte. So der Brief. So, ja, dafür ist eine Gottheit nicht da. Die Gottheit ist da, um sie zu huldigen. Nee. Also, ja, schon. Aber irgendwie auch, nee. Also irgendwie war der Brief komisch. Oder die Notiz, der Inhalt. Okay, hier haben wir... Warte mal, hier hinter war doch der Treibstoffwagen. Hier ist doch der LKW. Könnte ich jetzt ihn mit Benzin... Könnte ich ihn jetzt hier mit Benzin befüllen? Lieferplan. Wie zum Teufel sollen wir diese verdammten Terminpläne einhalten, wenn selbst die einfachste Ausrüstung, die man uns zur Verfügung stellt, einfach nicht ihre vorgesehenen Funktionen erfüllt? Diese verfluchten, neumodischen LKWs schaffen nur einen Bruchteil der Strecke meines alten Gauls, bevor ihnen der stinkende Benzin ausgeht. Der Boss sagt zwar, dass das schon in Ordnung wäre und dass es außerhalb der Fabrik genügend Pumpen für ihre Betankung gäbe, aber dazu darf man dann einen verflixten Tank zum LKW zur nächsten Pumpe schleifen und ihn dort auffüllen. Und der im Lagerraum ist wieder leer. Egal, zum Teufel damit. Genug für heute Nacht. Ab ins Bett. Ist ja nicht gerade so, als ob jedermann Zugang zu diesem verdammten Friedhof bräuchte. Nachricht für Harry. Wir treffen uns im Damson-Templar auf ein Bier. Scheint eine Kneipe zu sein. Okay, also wir wissen, dass wir irgendwie diese Benzinpumpe, die wir vorhin gerade da gesehen haben, hier nach draußen bringen müssen, damit wir den LKW befüttern können. Wie soll ich den hier nach draußen bringen? Soll ich den hier so hoch... Nee, warte mal, das kann's ja denn nicht sein. Kann er den nicht hier so hochpumpen? Aber wenn ich das Tor einfach öffne? Wäre das vielleicht eine Option? Dass wir hier das einfach mal aufmachen könnten? Nee. Anscheinend nicht. Und ich weiß nicht warum. Kann ich mit dem LKW... Aufgepasst. Können wir mit dem LKW das Tor einfahren? Ist da vielleicht noch ein bisschen was drin? St. Dunstan's Kirche. Also irgendwie muss ich ihn auf jeden Fall wegkriegen hier, den LKW. Irgendwie muss das... Muss ich... Come on, Papa. Let's climb this one. I can see more pictures at the top.
Bist du? Okay. Ja. Mach jetzt hier auf. Ah, guck mal, jetzt sind wir hier in dem. Warum flackert jetzt das Licht? Kannst du aufhören zu flackern? Danke. Meine Güte. Oh, okay. Chemikalientransport, Gefahr, höchst ätzend. Höchst entzündlich. Na dann. Kann ich den jetzt einfach so nehmen und... Warum ist da jetzt eine Kurbel dran? Die war doch gerade eben noch nicht da. Aha. Wahrscheinlich, weil ich den Benzintank hier hingeholt habe. Hä? Muss ich den da rausnehmen? Und die Maske, warum ist denn jetzt auf einmal eine Maske? Lol. Gar nicht gesehen. Hallo? Ist das hier nicht richtig? Das scheint nicht richtig zu sein. Und irgendwie macht die Melodie, Atmosphäre hier gerade Blödsinn. Muss ich den vielleicht doch da drin lassen und das Knöpfchen drücken erstmal? Damit er runtergeht? Das hier? Nee. Hä? Hier komme ich auch nicht rein. Okay. Ich gehe jetzt mal, also ich sag jetzt mal, wir haben anderthalb Stunden durch. Ich weiß noch nicht, warte mal. Eine Sache probiere ich noch aus, bevor wir die Folge für heute beenden. Kann ich jetzt das Knöpfchen drücken? Nee. Ich kann noch hier irgendwas machen. Aber ich kann das Knöpfchen nicht drücken. Nee, okay. Schade. Ja. Ich hoffe, so. Kurz die Stimme sortieren hier. Kurz weg gewesen. So, ich hoffe, ihr hattet für den zweiten Teil ein bisschen Spaß gehabt, mit dabei zu sein. Das Ganze haben wir natürlich auch wieder bei Twitch gestreamt. Wie gesagt, wenn ihr da auch mit dabei sein wollt, gerne bei uns auf dem Twitch-Kanal mal gucken, uns ein Follow da lassen, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, weil wir gehen ja eigentlich eher unregelmäßig online, wir versuchen es aber dennoch irgendwie euch immer noch mitzuteilen, sei es über YouTube, Twitter, Instagram oder bei Twitch selbst. Bei Twitch selbst gibt es nämlich auch die Möglichkeit, Sachen zu planen und in so eine Art Terminkalender quasi zu hinterlegen, sodass die Leute sich das angucken können. Aber dennoch freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei der heutigen Folge. Ich bin ein bisschen verplant und weiß noch nicht ganz, wo diese Reise hier mit diesem Spiel hingeht. Ich bin auch gespannt, ob ich das nachher gelöst bekomme in der nächsten Folge mit dem LKW. Deswegen schaltet auf jeden Fall für die nächste Folge ein. Kriegen wir es hin? Kriegen wir es nicht hin? Wer weiß es so genau? Und ich danke auf jeden Fall fürs Einschalten und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis dahin sage ich erstmal eingehauen.